Jeden Abend um 20 Uhr lockt er Millionen von Zuschauern vor den Fernseher. Neben mir sitzt jetzt der Chefsprecher der Tagesschau, Jan Hofer. Schön, dass Sie da sind. Wie wird man denn eigentlich Tagesschau-Sprecher? Ja, das ist heute ein bisschen anders als früher. Also heute braucht man ein Studium, ein Volontariat, die Kenntnisse, nicht unbedingt die perfekte, aber zumindest die Kenntnisse mehrerer Fremdsprachen. Und man braucht natürlich auch ein Charisma, das fernsehgerecht ist. Also Sie müssen rüberkommen. Das kann man nicht lernen, das hat man oder hat man nicht. Hatten Sie denn schon immer so eine seriöse Stimme? Ich glaube ja. Ob ich immer seriöse Sachen gesagt habe, ist was anderes. Aber die Stimme hat, glaube ich, immer so gepasst, ja. Wie wird man denn dann Chefsprecher der Tagesschau? Das ist so ein Million-Dollar-Job. Also den gibt es alle 20 Jahre einmal. Also wenn ich mal abtrete, wird es einen nächsten geben. Das entscheidet dann die Intendanz oder die Chefredaktion, die Programmdirektion. Das kann man auch nicht lernen. Das ist, glaube ich, eine Menge Glück. Wie war denn bei Ihnen der Weg zum Chefsprecher? Naja, ich bin ja der Letzte, der von dem legendären Chefsprecher Karl-Heinz Köpke eingekauft wurde damals. Ich habe den ganz normalen Gang gemacht, den habe ich zwei, drei Kollegen überlebt, bin dann in die Fußstapfen getreten. Ich war dann auch, glaube ich, insofern an der Reihe, weil ich der am längsten Gediente in der Riege gewesen bin. Wie sind Sie denn so als Chef? Wie würden Sie sich denn bezeichnen? Ich bin sehr nett, immer freundlich, äußerst angenehm. Meine Kollegen knien vor mir und küssen mir die Füße. Hoffentlich. Nein, nein. Also ich habe ja nicht mit irgendwelchen Angestellten zu tun, sondern unsere Leute sind ja alle Stars. Judith Rakers, Linda Zerwakis, wie sie alle heißen. Da gibt es ein sehr kollegiales Miteinander. Manchmal muss man auch ein ernstes Wort miteinander reden, aber das funktioniert immer auf einer sehr kollegialen Basis. Gab es denn irgendeinen Versprecher bei Ihnen schon? Einen? Tausende, kann ich Ihnen nur sagen. Nur irgendwann haben Sie eine Routine, wo der Zuschauer das nicht mehr unbedingt merkt. Also Sie retten sich dann so ein bisschen rüber. Aber es gab natürlich welche. Also ich habe zum Beispiel mal den Papst den Segen Urbi et Orbi vor Tausenden von Gläubigern machen lassen und nicht vor Gläubigen. Ich fand, das war gar nicht so schlecht, aber die Bevölkerung hat das anders gesehen. Kam da eine Reaktion von den Zuschauern? Klar kommt da eine Reaktion von den Zuschauern, weil, oh ja, ich habe auch mal den Papst als Präsidenten der Katholiken bezeichnet. Da habe ich viel Ärger gehabt. Kriegt man dann Ärger? Wie läuft das dann ab nach der Sendung? Nein, intern gibt es keinen Ärger, weil jeder kann sich mal versprechen und jeder hat natürlich einen Schuss frei. Also natürlich darf man sich nicht ständig versprechen, aber das ist ja menschlich. Die Zuschauer reagieren dann relativ hart, ja. Vielen Dank, Herr Hofer, für das Interview.